Was wir vor allen Dingen machen, ist, dass wir versuchen, neue Landwirtschaftspraktiken zu machen. Das heißt, ökologischer Landbau ist ein wichtiges Thema, was wir mit mehreren Projektpartnern seit Jahren verfolgen. Ökologischer Anbau. Und da arbeiten wir insbesondere mit Jugendlichen und versuchen dort, dass über die Jugendlichen das in die Familien eingebracht wird und dass sich dort dann die Praktiken ändern. Ja, das geht dann auch Schritt um Schritt. Das ist noch nicht so ganz strenge ökologische Vorschriften, sondern das sind so Schritt um Schritt, dass versucht wird, dass erst der Pestizideinsatz zurückgeht und dass man dann auf andere Anbauweisen umsteigt. Und da sind schon in zwei Organisationen Nicaragua 600 Jugendliche ausgebildet worden, die entweder auf ihren eigenen kleinen Parzellen arbeiten oder oft auch dann bei größeren Landwirten arbeiten und dort den Einsatz bringen oder weiter studieren. Also ich könnte da drei Bereiche nennen. Einer ist direkt in den Familien, in den kleinen Bauernhöfen, wo die Familien halt recht unschuldig mit diesen Pestiziden umgehen und auch nicht sehr differenzieren, was ist jetzt hochgiftig, was ist weniger giftig und so weiter. Und dort begleiten die Kinder ihre Eltern bei der Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen und handeln dann also direkt diese Pestizide und diese Gifte. Das heißt, die kommen direkt mit der Haut, direkt damit in Beziehung, atmen das ein, also da direkt der die Konsequenzen spürt man manchmal erst 10, 20 Jahre später. Aber wenn dann Krebserkrankungen, wenn die keine Kinder zeugen können und so weiter. Das ist so der erste Einsatzbereich. Dann oft müssen sie auch, um das Einkommen der Familie zu sichern, auf große Farmen gehen, wo dann auch oft, wo dann andere Leute dafür zuständig sind, die über den Pestizideinsatz, das kann entweder über Flugzeuge gehen, dass die dann nur eine Stunde vorher waren oder auch direkt über ihnen fliegen, über sie fliegen, wenn sie da am Ernten sind oder am Unkraut zupfen oder was auch immer. Und dann haben sie natürlich auch noch den direkten, dass sie diese Produkte essen, dass dann auch oft die Hygienemaßnahmen nicht befolgt werden, dass es nicht gewaschen wird, also was Salat angeht, was gerade auch Tomaten ist ziemlich bekannt und so, dass sie also diese Lebensmittel essen, die einfach einen hohen Einsatz von Gift haben.